Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Maximilian Kiefer darf weiter aus seinen ersten Turnier. Sie kaufen Urheberrecht. Getty Images, 8. März 2019, 18.14 Uhr. Maximilian Kiefer büßt auf der 2. Runde der Qatar Open etwas Boden ein. Die Chance auf seinen ersten Turniersieg ist aber noch intakt. Maximilian Kiefer ist auf der 2. Runde der Qatar Open in Doha aus den Top 10 gefallen. Nach einer 69 zum Auftakt spielte der Düsseldorfer eine 71 und kam auf dem geteilten 22. Platz ins Clubhaus. Das Feld liegt dicht beisammen, die führenden Südafrikaner George Coetzee und Justin Harding sowie der Franzose Mike Lorenzo Vera haben nur 4 Schläge Vorsprung auf Kiefer. Nicht mehr dabei sind am Samstag die weiteren deutschen Starter, Max Schmidt und Bernd Ritthammer scheiterten auf den Rängen 101 und 126 deutlich am Cut.